Leute, ich suche gerade eine Tätowiermaschine. Wie kam es dazu? Wir haben letztens in der Redaktion diskutiert über diesen Trend der Selfmade-Tattoos. Hashtag Homemade-Tattoo. Hashtag selbstgestochen. Hashtag unperfekt. Tattoos aus dem Wohnzimmer trenden gerade auf Instagram. Und auch Musiker wie Finn Kliman greifen selbst zur Nadel. Ich will ein Jetski, du ein Hund. Wir kaufen Grundstück mit einem Teich. Die Diskussion ging ziemlich rund, es ist eigentlich zu gefährlich. Wieso, ist doch cool, ist doch Kunst, sind alle erwachsen. Und mitten in dieser Diskussion sagt Redakteur Daniel zu mir: Wenn es so eine Kleinigkeit wäre, irgendwie hier am Fuß oder... Du würdest dich von mir zu klein tätowieren lassen. Ja. Dann haben wir uns alle angeguckt und gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal aus. Die Frage ist, kann ich das in 3 Tagen lernen und was kann dabei alles schiefgehen? Ich fange jetzt mal an und kaufe mir das ganze Zeug. Tätowiermaschine, Farbe und was man halt noch so braucht. Im Internet gibt's ja alles. Die Range ist riesig. Zwischen 30 und 500 Euro ist alles dabei. Nach ein paar Minuten Recherche entscheide ich mich spontan für ein Einsteiger-Komplettset für 50 Euro. Bewertung 3 Sterne. Ist eine gute Anfangsmaschine und funktioniert echt. So zum Üben für mich und für was Kleines. Also ich werde dem Daniel jetzt ja auch nicht den ganzen Rücken tätowieren, sondern vielleicht hier das Puls-Logo. Das ist Julian. Seit mehr als 10 Jahren Profi-Tätowierer, übrigens international ausgezeichnet. Er wird mein Experiment kritisch begleiten, erstmal nur per Ferndiagnose. Sein erster Eindruck? Fürchterlich. Also für 50 Euro könnte ich 3 getestete Farbflaschen kaufen. Da bin ich gespannt, was da jetzt so in diesem Set mit enthalten ist. Willkommen zu meinem Unboxing-Video. Ich hätte mir das Paket ein bisschen größer vorgestellt. Wie Weihnachten. Aha. Viele bunte Farben. Gott, ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber steril steht hier drauf. Ah, hier von wegen steril und so. Gummihandschuhe. Ja, spannend. Also im Endeffekt, wenn er ja offenbar auch sieht, dass da die Sachen steril sind, das sind sie wahrscheinlich auch. Sobald die Packung auf ist, sind sie nicht mehr steril. Die wichtigsten Teile, die beiden Tätowiermaschinen. Ah, das ist Strom auf jeden Fall. Das ist eine sehr alte Form von Tattoo-Maschine, die mit Wechselstrom funktioniert. Ich habe aufgehört, mit diesen Maschinen zu arbeiten, weil sie einfach zu kompliziert sind. Das ist hier ganz schön dünn. Also. Und ein Album haben sie mir auch mitgelegt, ne, damit die richtige Musik läuft, wenn man tätowiert, ist ja auch wichtig. Oder es ist eine Anleitung, was vielleicht für mich ganz sinnvoll wäre, weil ich tatsächlich bei 90% dieses Zeugs hier nicht weiß, wofür das da ist. Mit, ich würde sagen, chinesischen Schriftzeichen. My name is Tyson Weidel, from the United States of America. Ja, Arschgeweih, schön. Also das Problem an diesem Lehrvideo ist, dass dieser Mensch ein vollkommen anderes Set hat als ich. Jetzt zeigt mir, wie die Maschine geht. Ach, jetzt fängt er da schon an. Wie kriege ich jetzt die Maschine überhaupt mal zum Laufen? Das ist jetzt leider auf diesem Erklärfilm nicht erwähnt. Ich checke nochmal den Angebotstext genau und Überraschung! Um Ihre Gesundheit zu gewährleisten, verwenden Sie bitte nicht die Tätowierungstinte oder Tätowierungsnadeln, Achtung, auf menschlicher Haut. Was? Meine Tätowierfarben entsprechen tatsächlich nicht der geltenden Tätowiermittelverordnung in Deutschland. Es fehlen zum Beispiel Name und Anschrift des Herstellers und der Color-Index des Farbstoffes. Was hier genau drin ist, weiß ich also nicht. Hier steht non-toxic. Glaube ich. Das ist doch Mist. Ich meine, was soll man denn dann damit? Tätowiermaschine zusammenbauen, da steht's. Ah, verstehe. Das habe ich gesehen, das Teil. Dieses schwarze Ding hier. Ah. Die kommen da irgendwie rein. Das ist jetzt hier auch steril. Wahrscheinlich sollte ich das nicht einfach so. Aber ach, ich übe jetzt ja. Aber wie kommt denn dann da die Farbe? So, und jetzt glaube ich, hier wird das hier so eingehakt. Genau. Ja, 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 genau. Ah, das sieht doch schon nach hier. Das sieht doch schon nach Tattoo-Maschine aus. Nadeln und Griffstück müssen vorsterilisiert sein. Und das wurde jetzt ja schon ausgepackt und mit den Händen angefasst. Ich denke vor allem viel an Blutkrankheiten, sonstige Krankheiten. Im Endeffekt, wenn man sich jetzt daheim zum Spaß tätowiert und das alles nicht sauber macht, besteht halt durchaus die Gefahr, dass man sich mit Krankheiten von Freunden ansteckt.
Außerdem kann es juristischen Ärger geben. Selbst wenn mein volljähriger Kollege Daniel einwilligt, dass ich ihn tätowieren darf, kann das eine Körperverletzung sein. Und zwar, wenn das Tattoo nicht dem entspricht, was Daniel sich wünscht. Oder wenn etwas schief geht. Also ab jetzt fängt es quasi an, dass es gefährlich werden kann. Ja, jetzt macht es mir Spaß. Entweder, wenn ich hier drauf drücke und aufs Pedal drücke, läuft die Maschine. Oder alles explodiert. Geil! Das hier ist jetzt mal der Daniel. Bananen sind der Tutorial-Tipp für Anfänger. Die sind billig, rundlich wie viele Körperstellen und außerdem auch nach dem Tätowieren noch essbar. Na dann. Ja, da geht's schon los mit der Sauerei. Ah, bin ja tatsächlich etwas aufgeregt. Mein erster Strich fühlt sich interessant an und funktioniert gut. Also jetzt nicht optisch gut, aber funktioniert technisch gut. Wer jetzt von euch sagt, ich hätte gerne ein Tattoo von Mani, ich kann das gut verstehen, aber leider habe ich so schnell keine Termine frei, weil die Leute rennen mir die Bude ein. Ja. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr euch jetzt von mir tätowieren lassen würdet. Das würde mich interessieren. Jetzt mache ich einen Kreis. Nicht aufgeben. Jetzt ist die Nadel kurz stecken geblieben. Du perforierst dir die Haut. Und wenn du an einem Punkt stecken bleibst, dann perforierst du ja diesen einen Punkt so viel, bis die Haut einfach reißt. Also hätte man so tätowiert, wäre das doch durchaus ziemlich fatal geworden. Hier, ich habe Meini geschrieben. Ich sehe Fortschritte. Also auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, um Gottes Willen, was ist das für ein Gekrickel? Ich merke schon leichte Fortschritte. Am Anfang habe ich gedacht, ich kann das Ding nicht mal richtig ruhig halten, sondern zittere nur. Und jetzt stelle ich schon fest, okay, ich kann es einigermaßen sicher darüber führen. Ich meine, zumindest für so eine Kinderschrift reicht es schon. Und wenn ich das jetzt noch weiter übe, dann wird es vielleicht doch was. Die Nadel ist nicht in dem dafür gemachten Griffstück. Der Liner konnte komplett wirr in diesem Griffstück rumhüpfen, was natürlich schon sehr extrem ist. Und somit kann man natürlich keine sauberen Linien ziehen. Ich habe mich weiterentwickelt. Mittlerweile kann ich halbwegs unfallfrei Bananentattoo schreiben. Der Daniel bekommt von mir, also wenn es zum Äußersten kommt, ein Puls-Logo. Ja? Damit ich mein Tattoo wenigstens einigermaßen sauber stechen kann, brauche ich eine Vorlage, die ich auf die Haut übertrage. Diese Vorlage versuche ich jetzt zu basteln. Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Hat sich gar nicht genug durchgedrückt. Also ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, er hat die Blaupause falsch rum. Ja, das ist nicht einfach. Willkommen zu meinem Tutorial, wie bekomme ich ein Motiv auf eine Banane? Ja, mit dieser Zauberflüssigkeit. Jetzt schmiere ich die da einfach drauf. Riecht sehr giftig, ist es vielleicht auch. Dann kommt das Motiv drauf. Ist die Frage, wie rum? So natürlich. Muss ja, sonst ist ja spiegelverkehrt. Ne? Verläuft die Farbe schon. Nee, so funktioniert es nicht. Aber wenn ich es andersrum mache, dann ist es ja spiegelverkehrt. Und voilà, ein verschmiertes, spiegelverkehrtes Puls-Logo. Neuer Versuch, jetzt mit spiegelverkehrtem Logo. Ja, so geht das nämlich. Er überträgt gerade die Stencil-Flüssigkeit ohne Handschuhe mit seinen Fingern auf die Banane, was ja heißen würde, dass er sein eigenes Körperfett auf dem Kunden verteilen würde, was er dann quasi direkt in den Kunden eintätowieren würde. Nachzeichnen finde ich jetzt tatsächlich leichter als gedacht. Also wenn ich die Vorlage besser auf mein Objekt bringe, dann glaube ich, komme ich einen entscheidenden Schritt weiter. Das war die Vollkatastrophe. Das abgeheilt wird einfach ganz, ganz schrecklich aussehen. Zu tief, zu wackelig, die Linien sind zu eng aneinander. Ja, Katastrophe. Jetzt kommt Schritt 2, Kunsthaut.
Ja. Diese Motivübertragung ist tatsächlich fast die größte Herausforderung. Das klappt ja ganz hervorragend. Nach geringer Vorbereitungszeit haben wir das Motiv nun auf die Kunsthaut gebracht. Und jetzt ist die Herausforderung, dass das Tattoo schöner werden muss als die Vorlage. Fühlt sich tatsächlich anders an als auf der Banane. Also ich habe so das Gefühl, dass die Silikonhaut die Farbe schlechter annimmt. Das kann eigentlich gar nicht sein, oder? Dadurch, dass die Silikonhaut mehr Widerstand bietet, wird die Nadel noch mehr hüpfen. Und somit, glaube ich, wird das Endergebnis wesentlich schlechter als auf der Banane. Mann, ich weiß nicht, was los ist, aber jetzt geht es überhaupt nicht mehr besser. Also jetzt, die Nadel macht nicht mehr das, was ich will. Nochmal aufdrehen, mehr Power. Ändert sich auch gleich das Geräusch. Okay, das wird immer schlimmer. Also mit mehr Power wird es immer schlimmer. Ich kann das Ding jetzt überhaupt nicht mehr ruhig halten. Die schlackert da vorne drin rum. Ich zeige euch jetzt mal was. Nämlich nur das. Das ist jetzt wirklich in der Haut. Also nicht nur, dass das Ergebnis einfach scheiße ist. Die Maschine ist ja zwischendrin stecken geblieben. Irgendwas läuft grundlegend falsch. Ich glaube, ich brauche eigentlich jemanden, der mir direkt zeigt, Alter, so musst du es machen. Also es ist machbar und ich wüsste auch eine Lösung, aber jetzt so als Laie wüsste ich nicht, wie er dieses Problem schnell behebt. Ich habe ja daheim noch ein bisschen geübt und es haben mir so viele Leute geschrieben auf Instagram, ja, mich hat auch mal ein Kumpel tätowiert, das ist nicht so geil geworden, es hat sich entzündet und so weiter. Jetzt bin ich noch nervöser und jetzt wird es eigentlich noch wichtiger, dass ich mir Hilfe vom Profi hole, und zwar von Julian, der hat hier sein Studio. Und ich habe große Hoffnung, dass er mich noch so weit bringt, dass am Ende doch noch alles gut wird. Hi. Sebastian. Hi, Julian. Du hast dir schon ein bisschen was angesehen, ne? Ja, von mir. Ja, lustig was. Lustig was. Als erstes zeige ich Julian die Selfmade-Tattoo-Fails, die wir nach einem Community-Post von euch bekommen haben. Also ich würde mal mutmaßen, dass man nicht wusste, wie tief man sticht, mhm, und dementsprechend nicht tief genug gestochen hat. Ach, da hat man nicht tief genug. Ich hatte immer, genau, Angst, zu tief zu stechen, aber nicht tief genug, ja, das Problem gibt es auch. Genau, du kannst zu tief oder zu wenig tief stechen. Mhm. Das wird dann einfach nur so ein leichter grauer Schleier. Mhm. Das ist irgendwie ganz eigenartig. Wenn man zu tief sticht, dringt die Farbe ins Fettgewebe ein. Die Folge: verlaufende Ränder und Tattoos, die sich gelblich-grün verfärben können. Siehst du sowas eigentlich hier auch ab und zu? Jede Woche kommen Leute mit solchen Tattoos zu uns und wollen das überdeckt haben. Würdest du dir tatsächlich wünschen, dass es offizielle Regeln gibt, dass nicht jeder einfach Tätowierer werden kann? Ja, ja, das fände ich wirklich sehr gut, weil wir einfach noch keine festen Regelungen haben, wer ein Studio aufmachen darf und wer nicht. Mhm. Und dadurch kann sowas auch durchaus in einem offiziellen Tattoo-Studio passieren. Ich habe auch viel von Freunden gehört, ja, ja, der macht das in der WG auch. Und, ich war auch relativ schockiert, dass es da sogar eine Art von Trend gibt. Mhm. Aber ich wusste nicht, dass es für 50 Euro irgendwie so ein ganzes Tattoo-Set gibt und die Leute das wirklich daheim machen. Dann nimmt er mein Billig-Set unter die Lupe. Das größte Manko fällt ihm sofort auf. In diesem Tattoo-Kit ist keine Flächendesinfektion und auch keine Handdesinfektion. Ja. Und das ist natürlich der erste grundlegende Fehler. Und jetzt Quizfrage: Was habe ich beim Zusammenbau falsch gemacht? Die Lösung: etwas Entscheidendes. Julian tauscht die Führung aus, damit die Nadel beim Stechen fest sitzt und nicht hin und her wackelt. Und wenn da kein Gummi drin ist, dann hüpft die Nadel. Okay, klar. Und das darf sie nicht. Sie muss eigentlich, genau, da fest sein. Genau. Ja. Okay. Jetzt hätte man zumindest schon mal eine Nadel, die nicht mehr allzu viel hüpft. Ja. Um überhaupt tätowieren zu können, auf einem guten Niveau, braucht man also mindestens 2000 Euro. 2000 Euro? Also selbst also wenn ich das quasi hobbymäßig mache, auf einem vernünftigen, safe Niveau? Genau, auf jeden Fall. Ein gutes Netzteil, 300 Euro. Gute Maschinen, 500 Euro. Desinfektion, Handschuhe, Nadeln hat Farben. Richtige Abzugsflüssigkeit, Tütchen, mit denen man den Arbeitsplatz abkleben kann. Gleich wird sich zeigen, ob Julian mir ein Tattoo auf echter Haut zutraut. Denn jetzt bin ich dran. Ja, das sieht schöner aus. Ich mache wahrscheinlich 1 Milliarde Dinge falsch, aber ich mache es dir jetzt einfach mal vor. Also du hast die höher eingestellt. Die hat mehr Bums jetzt als bei mir. Sie muss mehr Bums haben, weil sie eine schlechte Maschine ist. Okay. Stillhalten, Daniel. Du bist auch sauber neben der Linie. Ja, das Du solltest immer zum Körper ziehen.
ist schon was anderes als Bananen zu tätowieren, weil du hast hier wirklich das Gefühl, da liegt ein Arm. Leute, jetzt kommt der P-Innenkringel. Das ist die Königsdisziplin, wie wir alle wissen. Okay, letzter Strich, Leute. Ich hoffe, dass jetzt was übrig bleibt, dass nicht alles nur oberflächlich ist. Ja, also ich meine, da steht Puls. Da steht Puls, ich kann es erkennen. Und es ist, wenn man näher hingeht, ja schon ganz schön zackelig. Und jetzt siehst du, was dabei rausgekommen ist, wenn dir ein Profi geholfen hat. Und es ist noch weit weg von perfekt. Ja, perfekt ist es nicht, das gebe ich wohl zu. Würdest du sagen, dass man das ansatzweise vertreten kann, dass ich ihm jetzt ein Tattoo steche mit dieser Maschine und so? Also ich würde davon abraten. Ich rufe Daniel an. Ja, tu das. Hallo Daniel. Hi. Daniel, mit meiner Maschine ist das quasi Körperverletzung, wenn ich das jetzt an dir tun würde. Also muss ich dir leider sagen, das wird nichts mit dem Tattoo. Ja, schade. Ciao. Ciao. Spaß hat es mir ja schon gemacht. Ihr könnt in euren Wohnzimmern natürlich machen, was ihr wollt, aber habt ihr echt Ahnung von Hygiene? Wisst ihr, was ihr da für ein Gerät vor euch habt? Ob das steril ist, wo das herkommt? Ich kann schon verstehen, dass so Selfmade-Tattoos ganz cool sind. Ist ja vielleicht auch was Besonderes, wenn dich dein Kumpel tätowiert, ne? Weil da verbindest du irgendwie eine besondere Geschichte damit. Aber es ist eben auch echt riskant. Wozu ich euch guten Gewissens raten kann, ist hier ein Abo dazulassen für die Puls-Reportage oder hier mal vorbeizuklicken. Da hat die Ari was ganz Ungefährliches versucht, nämlich selbst Schminke herzustellen. Etwas gefährlicher war mein Energy-Drink-Selbstversuch.